Minute auf dem vierten Rang zurück. Jetzt schauen wir mal, was Florian Graf auf der letzten Runde ausrichten kann. Ja, die vorherige Runde war sehr gut. Da ist er super gelaufen. Frankreich an 2. Mit Alexis Boeuf. Ist er viermal in den Top 10 gewesen. Bei 5 Einzelrennen. Also der ist richtig gut in Form. Im vergangenen Jahr hat er seinen ersten Weltcup landen können, seinen ersten Sieg. Und hier haben wir den Russen Evgeny Ustjugov, der Mann aus Krasnojarsk, 27 Jahre alt. Der kann richtig Feuer machen, Gas geben. Kann er was gut machen? Nein, nicht sehr verliert. Ja, Christiansen läuft hervorragend. Die sind beide vorne auch gut in Form. Ich habe es ja gesagt, der Franzose, richtig stark. Und jetzt schauen wir auf die Zeit von Florian Graf. Eine Minute, eine Sekunde waren's. Verliert also. Das ist ein Überrundeter, das ist Japan wahrscheinlich. Die sind da immer überrundet. Genau, genau. Junji Nagai nach wie vor. Du hast den Willen. Hopp! Hopp! Jetzt geht es um den Willen, jetzt geht es nur noch um Kampf. So viel und so schnell es geht. Ja, sehr selektive Strecke hier in Östersund. In Hochfilzen. Der Sprint und auch die Verfolgung sehr anstrengend mit den Anstiegen. Friedrich Pinter. Und hier haben wir den Schlussläufer, der Österreicher Dominik Landertinger. Dann vorbei hier am überrundeten Japaner Florian Graf. Ja, da sind wir in der ersten Analyse. Marc Kirchner. Eben auch nach der Schießeinlage von Florian Graf. Eher, ja, gedeckte Miene. Ja, also Nachlader. Nein, überhaupt nicht. Mache ich auch nicht. Ich dramatisiere es auch nicht. Überhaupt nicht. Aber wir kennen die Jungs ja alle. Die sind schon ehrgeizig. Man will immer gewinnen, wenn man den Start geht. Gearbeitet werden am Schießstand. Und wenn der Nachlader dann 2-3 Sekunden mehr dauert, dann gibt es schon mal ein bisschen Ungeduld. Aber das ist alles im grünen Bereich. So, jetzt der Wechsel für Norwegen. Da kommt der Schlussläufer etwas spät in seine Stockschlaufen. Hatte da noch zu tun, hat gar nicht damit gerechnet, dass der Christiansen schon so früh da ist. Er ist super gelaufen. Ja, und der Schlussläufer, der hat überhaupt nicht damit gerechnet heute Morgen, dass er hier überhaupt an den Start geht. Er wollte sich hier aufstützen und anlehnen und hat gleich das ganze Gatter umgerissen. Der arme Weltklassejoster Christiansen, da schauen wir nochmal hin. Ups. Ja, da war er dann doch noch zu flott. Ne, da haben wir die Szene. Völlig ausgepumpt hat er die Anlehnung gesucht. Also und er hier, wie angesprochen, Hendrik Labelund. Eingesprungen für Emil Hägle-Svensson, der schon abgereist ist. Und für Frankreich kommt jetzt natürlich der Schlussläufer. Und das ist kein geringerer als Martin Fourcade. Russland mit Dmitri Malischko. Und Arndt Peiffer dann für die deutsche Mannschaft. An vierter Position wird er ins Rennen geschickt von Florian Graf. Ja, sind noch mal ein paar Sekündchen dazugekommen. Nach der letzten Zeitnahme weg. So, jetzt gilt der Blick 1,20, 1,18 der Rückstand. Das sind 28 Sekunden auf den Russen, auf den Podestplatz. Um mal dahin zu schauen, denn der ist ja auch noch mal 50 Sekunden hinter dem Norweger zurück. Für Österreich jetzt Dominik Landertinger. Und für Tschechien Zdeněk Vítek. Wechsel von Graf auf Peiffer. Körperkontakt muss hergestellt sein, jawohl. Klaps auf das Hinterteil, los geht's. An Peiffer, ja, da haben wir nochmal den Stand nach dem dritten Wechsel, also alles weiß auf schwarz. 1,18,5 der Rückstand für die deutsche Staffel. Startnummer 25, die Rumänen.
Hier ist das und Fünfter im Sprint, Henrik Labelund. Beste Leistung überhaupt im Weltcup. Mit der Chance auch in die Mannschaft reinzuwachsen. Bisher noch kein Einsatz bei WM oder Olympischen Spielen. 26 Jahre ist er alt. Und Martin Fourcade hat hier einen Läufer hinter sich, den er jetzt im Prinzip überrundet. Da bin ich gespannt, wie der das hier angeht, wie wir ihn kennen. Alles oder nichts. 47 Sekunden war der Rückstand auf Labelund. Sieben sind schon mal gefressen. Jawohl, so ist das. Und da hinten kommt der Russe, da kommt Dmitri Malischko. Zweiter hier gestern in der Verfolgung, sein bestes Weltcup-Ergebnis überhaupt. Dritte Laufzeit gehabt. Also auch das ein richtig guter. Wir haben es ja angesprochen, dass die russische Mannschaft sehr, sehr eng beieinander ist. Sie haben vor der Saison Ausscheidungsrennen gemacht. Bis zu 20 Athleten waren da in der Auswahl. Das ist ein Potenzial, um das die Russen sehr, sehr beneidet werden. Sicher auch von der deutschen Teamleitung. Jawohl, jawohl, hopp! 1,18 war der Rückstand, 1,21 jetzt. Drei Sekunden, da kommt Dominik Landertinger natürlich. 35 auf 3, hopp, hopp. Ja, Arndt Peiffer ja mit überraschend frühen, sehr guten Ergebnissen in Östersund. Da ist er als Vierter in der Gesamtwertung des Weltcups weggefahren, hierher gekommen. Momentan ist er 12. 25. gestern gewesen in der Verfolgung. Und da haben wir Martin Fourcade vor dem Läufer Litauens, der allerdings der dritte Läufer erst für Litauen. So, und hier wird alles ins Bild genommen, dass die Dynamik auch mal rüberkommt in die Wohnzimmer. Die Parallelfahrt. Und das Ganze könnte man sicher auch sehr gut fürs Lehrbuch gebrauchen. Die Technik von Martin Fourcade. Er hat natürlich auch seine Größe, auch günstige Hebel. Ist momentan der stärkste Läufer, der so im Feld rumspringt. Emil Häckli-Svensson ist auch nicht schlecht natürlich. Der bringt nur das Schießen und das Laufen noch nicht so zusammen. Ja, Svensson gestern mit der besten Laufzeit. Ja, beste Laufzeit gestern. Ja. Auch klare aufsteigende Tendenz. Und Arndt Peiffer, von dem man eigentlich die Spitzenergebnisse erst im Januar meist erwartet, wie er selbst sagt, ich bin da so ein Spätstarter. Aber in Östersund gleich zweimal unter den Top Ten. Landertinger kommt ein wenig näher. Ja. Und jetzt das Schießen für Norwegen. Henrik Labelund. Ja, so ein bisschen aufgefrischt hat es schon. Hat auch reagiert. Er hat Amdiopter gedreht bei rechts. Sehr sicher die ersten drei. Ja. Ja. Da gibt es nichts zu mäkeln. Gute Schießleistung bei den Norwegern heute, ganz stark. Gerade auch von den jungen Leuten oder wie hier von dem Nachrücker. Roger Grubben ja wieder zurückgekehrt ins Trainerteam der norwegischen Mannschaft. Also jetzt Martin Fourcade. Und da der Russe Malischko. So läuft alles hier zugunsten der Norweger. Arndt Peiffer kommt zum Schießstand. Malischko noch mit Nachladern. Das ist alles registriert. Arndt Peiffer sicher mit einem Seitenblick beim Heranlaufen. Hat
Hat er riskiert oder ist es ihm ausgegangen, der Schuss? Der war sehr schnell, der dritte. Ja, er riskiert natürlich. Ja, riskiert auch. Landert ihn ja im Genick. Alle riskieren sie, jetzt ja, wollen ja, sie nach ja, vorne. Ja. Oh, Arndt. Zwei Patronen für zwei Scheiben. Die Strafrunde muss er jetzt vermeiden. Muss seinen Anschlag komplett neu aufbauen. Tschechien ist weg. Ganz starke Staffelleistung. Den muss er treffen. Landertinger ist weg und Arndt Peiffer muss in die Strafrunde. Richtig bitter für die deutsche Staffel. Strafrunde. Landertinger läuft weiter und Arndt Peiffer biegt hier rechts ab. 150 extra Meter. Damit nichts mehr zu tun mit den vorderen Plätzen. Richtig schade. Da hat ihm der Russe noch eine Vorlage geboten mit den Nachladern. Hätte er alles getroffen, hätte, wäre, wenn. Hilft nichts. Der Abstand, schauen Sie oben auf die laufende Uhr. Mehr als 2 Minuten jetzt schon auf die Spitze. Es bleiben 2 kurze Laufrunden, einschießen. Das heißt, Schadensbegrenzung. 6. Platz für die deutsche Staffel. Aber hier haben wir Karl-Johan Bergmann, den Schweden. Denen ergeht es auch nicht wirklich besser. Auch nicht bei dieser Staffel. Können sich nicht wirklich nach vorne arbeiten. Vorne also Norwegen vor Frankreich und Russland. Dann schon eine beträchtliche Lücke. 38 Sekunden Tschechien hinter Russland zurück auf der 4. Position. Schauen wir nochmal hin. Ah, rechts tief. Er hatte bei rechts gestellt, aber ja, zu wenig. Das ist die Reaktion von Fritz. Ja. Man hat gesehen, der Arndt ist beim zweiten Schuss hat er 3-4 Mal geatmet. Also er konnte gar keinen schnellen Rhythmus aufnehmen. War noch eigentlich physisch noch nicht in der Lage, richtig sauber durchzuschießen. Und hat dann den dritten schnell gesetzt und gleich daneben. Und dann ist sein ganzes System so nach und nach auseinandergebrochen. Das, ja, das kommt vor, soll nicht vorkommen, aber leichter gesagt als getan. So, und wir hören mal, wie es Florian Graf ergangen ist. Bitte. Das machen wir. Florian, Sie haben von den 6 Nachladepatronen auch nur 2 wieder mit ins Ziel gebracht. Normalerweise kennen wir Sie als sehr sicheren und schnellen Schützen. Was war da heute anders als sonst? Ein bisschen schlampig geschossen heute. War ein bisschen schade. War jeweils nur ein Fehler eigentlich. Müsste ich sofort mit dem restlichen Nachlader weghauen. Aber ja, weiß auch nicht, habe ich mich ein bisschen rausbringen lassen. Ein bisschen in Hektik gekommen und dann leider der zweite Fehler nochmal drauf jeweils. Empfinden Sie, wenn Sie in einer Staffel laufen, noch eine besondere Aufregung, als wenn Sie nur für sich allein unterwegs sind? Ja, auf jeden Fall. Es ist ganz was Besonderes. Also ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber irgendwie läuft man fürs Team und es ist ja ganz was anderes wie ein Einzelrennen. Bedanke mich. Und zurück ins Rennen. 3. Position, Dmitri Malischko. Den Russen haben wir hier vorneweg nach wie vor. Der Norweger Lavi Lund von Martin Fourcade. Und das konnte man nicht unbedingt erwarten von dieser norwegischen Staffel. Wir haben es gesagt, die ja auch eine neue Formation suchen. Dann fiel heute noch Svensson kurzfristig aus. Sodass hier 3 unerfahrene Staffelläufer für Norwegen unterwegs sind. Und die machen ihre Sache hier richtig gut. Dominik Landertinger, der hier aus Hochfilzen kommt, natürlich eine besondere Verantwortung spürt. Ja, und jetzt hat er natürlich Vitek da direkt vor sich, läuferisch in Klasseform nach einer Operation im April.